Hallo Freunde, ich bin Hensen Lukas und grüße euch von den 31. Berliner Märchentagen, die in diesem Jahr unter dem Motto stehen: Himmel und Erde. Märchen und Geschichten vom Oben und Unten. Und mein Beitrag dazu heißt Drunter und Drüber. So wie es in manchem Kinderzimmer aussieht, aber manchmal auch bei uns hier. Also, das Unterste zu Oberst und umgekehrt, aber auch draußen der Himmel oder etwas unter der Erde, unter Wasser. Ehe ich mit meinen Geschichten anfange, möchte ich etwas fragen. Und zwar die Mädchen. Wer von euch hat eine beste Freundin? Da haben sich alle gemeldet, nicht? Und bei den Jungs, wer hat einen besten Freund? Nehmen wir an, das Gleiche. Ne? Ich habe auch eine beste Freundin. Ist aber kein Mensch. Das kann es sein. Na, höre ich da hinten nicht? Ein Tier? Genau, es ist ein Tier. Es lebt im Wasser. Sagt aber jetzt nicht Krokodil. Aber es passt ja nicht in die Wohnung. Nein, es ist ein Goldfisch. Genauer gesagt, eine Goldfischin. Und die wohnt in meiner Badewanne. Da staunt ihr. Ich erzähle euch die Geschichte. An Wochenenden liege ich oft gerne in der Badewanne und lese Zeitung. Plötzlich plätscherte das an meinen Füßen. Und ich dachte, bin noch alleine in der Wanne und schaue so über den Wannenrand. Schaue in diesen Kopf, in dieses Gesicht. Und dieser Fischkopf guckt mich freundlich an und sagt: Hallo, ich heiße Elfriede. Ich bin samt Zeitung wutsch untergetaucht. Und habe mir unter Wasser gedacht, boah, zu viel gearbeitet, sehe schon einen Fisch in meiner Wanne. Oder schlimmer noch, zu viel ferngesehen. Passiert euch auch vielleicht manchmal. Hm? Brauchte ja Luft und bin wieder aufgetaucht. Ja, da war dieser Kopf immer noch da. Und ich sagte, du kannst sprechen? Ja, sagte diese Fischin, ich kann sogar noch mehr. Drückte sich mit den Vorderflossen am Wannenrand hoch, setzte sich auf den Wannenrand und schwupp, sprang sie runter und lief aufrecht wie so ein kleiner Pinguin, patsch, 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 im Badezimmer rum. Ich sag, wieso kannst du sprechen? Wieso bist du bei mir? Da sagt sie, na, du bist doch Hans im Glück, endlich habe ich dich gefunden. Warum bin ich Hans im Glück? Weil du das unverschämte Glück hast, eine Fischin zu kennen, die sprechen kann und viel Blödsinn machen will und bei dir bleiben will und alles lernen will, was Menschenkinder lernen und die den ganzen Tag spielen will. Das ist ja vielleicht so ein bisschen so wie ihr, ne? Kennt ihr den eigentlich, den Hans im Glück? Ist doch ein Märchen, oder? Was passiert denn da? Elfriede sagt, ich erzähl dir mal deine Geschichte. Erinnere dich. Dieser Hans, der du ja bist. Manche Freunde nennen mich Hans, abgeleitet von Hensen. Manche sagen auch Hannes. Aber Hans im Glück, das kommt doch nur in den Märchen vor. Nee, sagt sie, du hast einen großen Klumpen, so edles Metall bekommen. Erinnere dich.
Edles Metall, was kann das sein? So gelb, glänzt? Klar, Gold, für 7 Jahre Arbeit. Gold ist Metall, so wie Eisen. Auch so schwer. Und wenn man dann so, viel wertvoller natürlich. Und wenn man dann so einen Klumpen Gold nach Hause tragen muss, dann wird der Arm immer länger und länger und länger und länger und länger. Und, oh, und irgendwann dachte der Hans, oh Gott, ich will zu meiner Mama 7 Jahre nicht gesehen und jetzt muss ich diesen Goldklumpen hier durch die Gegend schleppen. Er hatte Glück. Es kam jemand vorbei. Und jetzt stelle ich ein Rätsel nur für Mädchen. Die Jungs bekommen später ein eigenes. Sie rufen jetzt nicht dazwischen. Es kam jemand vorbei und ihr müsst jetzt das Geräusch raten, wie der vorbeikam. Klar, Pferde sind Frauensache. Ne? Erkannt, ein Pferd. Hat er also den Goldklumpen dem Reiter gegeben und hat jetzt ein Pferd. Schön, so ein Pferd zu haben. Kommt man schneller nach Haus, ne? Aber was muss man können? Reiten. Tja, und wenn man das nicht kann, fällt man runter. Ja, ist dem Hans passiert. Na, nun stand er da. Gold war weg. Reiten konnte er nicht. Kam aber jemand vorbei. Jetzt stelle ich ein Rätsel nur für die Jungs. Und die Mädchen halten sich zurück. Also, es kam jemand, der hatte eine. Jetzt sagt aber nicht eine Mu, ne? Sondern eine Kuh. Genau. Hat er das Pferd gegen die Kuh getauscht. Tja, und wenn man so eine schöne Kuh hat, dann hat man gluck, 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 gluck etwas zum Trinken. Ja, so ein Glas Milch, dachte der Hans, das ist ja vielleicht genau das Richtige. Nahm seinen letzten Euro aus der Tasche, warf ihn der Kuh ins Maul und dachte, schwupp, unten kommt jetzt ein Glas Milch raus. Kam nicht. Er hat es versucht an den Hörnern, gedreht, 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 an dem Schwanz und Pumpen. Nee, da kam nichts. Da muss man nämlich was können. Und wie nennt sich das? Lernt man nicht in der Schule, nicht? Auf dem Bauernhof. Das ist Melken. Ja, und wer das nicht kann, der kriegt leider keine Milch aus der Kuh. Aber er hatte Glück. Der Kuh konnte ja nichts anfangen. Er konnte die Kuh tauschen. Und jetzt stelle ich ein Rätsel für die Erwachsenen. Ihr habt doch bestimmt eine Lehrerin oder einen Lehrer bei euch. Und wisst ihr was? Wenn die oder derjenige dieses Tier, was gleich kommt, nicht rausbekommt, dann lacht ihr euch einfach schlapp. Ihr dürft das, ich erlaube euch das, ausnahmsweise heute. Also, nicht dazwischen rufen, sonst könnt ihr nicht lachen. Also, es kam jemand vorbei, der hatte ein... Hat doch wieder jemand dazwischen gerufen? Passiert meistens, wenn ich diese Geschichte erzähle. Hat eure Lehrerin oder euer Lehrer aber ganz schön Glück gehabt, ne? Na gut, also, hat er die Kuh gegen das Schwein eingetauscht. So! Wisst ihr was? Wenn man sagt, ich die Schwein gehabt, dann bedeutet das Glück gehabt. Ich erzähle euch mal noch eine andere Möglichkeit. Das Schwein ist weggelaufen. Hat ein Schwein gehabt? Muss das wieder einfangen. Und das Schwein wollte wieder weg, dann muss das festhalten. Nee, dachte er sich. Ein Schwein, das wegrennt, will ich nicht. Das tausche ich einfach ein. Es kam jemand vorbei, der hatte so einen schönen weißen Vogel, den man gerne zu Weihnachten als Braten isst. Kein Schwan, keine Ente, kein Kakadu, nein, eine Gans, genau.
Eine Gans. So, hat er die Gans gehabt, weil gegen Schwein getauscht. Hat er die Gans gestreichelt und guckte ihn so an. Und nee, dachte er, die kann ich nicht schlachten. Die ist viel zu lieb. Die tausche ich einfach. Wenn jemand vorbeikommt und was Interessantes hat. Es kam jemand, der hatte einen Schleifstein dabei, mit dem man so Scheren und Messer schärfen kann. Und dem hat er die Gans gegeben. Diesen Schleifstein hat er auf einen Bodenrand gelegt. Ja, dann ist er eingeschlafen, hat sich im Schlaf bewegt. Der Schleifstein ist ins Wasser gefallen, in den Brunnen rein. Und als der Hans aufgewacht ist, ha, nichts mehr zu tragen, ab zur Mama. Da gibt's Hefeklöße mit Blaubeeren, sein Lieblingsessen. Tja, in den Märchenbüchern ist da diese Geschichte zu Ende. Aber das Leben geht ja bekanntlich immer weiter, genau. Es geht weiter. Und in dem Brunnen war etwas. Da war Zauberwasser. Und in diesem Zauberwasser hat sich mein Fischlein verwandelt, aus den Schleifsteinen in meine Elfriede. Und die wohnt jetzt in meiner Badewanne. Im Moment ist sie nicht da. Ich habe sie weggeschickt. Weil wenn die jetzt hier reinkäme, dann würde es drunter und drüber gehen, wie es öfter bei uns geht. Und jetzt werdet ihr wundern, euch wundern, warum sie rausgehen kann, nicht? Was brauchen denn Fische immer draußen? Klar, Wasser ist doch klar. Elfriede wollte draußen mit den Kindern Ball spielen. Aus der Nachbarschaft kommen manchmal Kinder in den Hof und dann spielen die mit so einem Ball, werfen sich den gegenseitig zu. Da will ich mitspielen! Ich sagte, du bist ein Fisch und brauchst Wasser. Dann lass dir was einfallen, du bist doch erwachsen. Dann habe ich mir was einfallen lassen. Ich habe gesagt, Elfriede, du bekommst einen Regenschirm. Einen Regenschirm. Ich bin ein Fisch. Ich brauche keinen Regenschirm. Ich brauche Regen. Ich sage, ja. Du bekommst einen Regenschirm für Fische. Ein Regenschirm für Fische. Was ist denn ein Regenschirm für Fische? Wir hatten einen alten Schirm im Flur hängen an der Garderobe. Wir wussten nicht, wer der Vergesser war. Irgendjemand hat den mal hängen lassen. Und den habe ich genommen. Und wisst ihr, wenn ihr mal mit einem Schirm unterwegs seid und es ist sehr windig, dann fegt der Wind manchmal so unter den Schirm und es macht plopp und der springt so um. Dann hat er kein Dach, sondern hat so eine, wie eine kleine Wanne, ist die dann geformt, nicht? Und dann habe ich einen Büchsenöffner genommen und bing, 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 ganz viele kleine Löcherchen reingepiekt. Und dann habe ich oben keine Milch, nein, richtig Wasser eingefüllt. Und dann hat Elfriede ihren Schirm über sich gehalten. Und da kommt Regen raus. Ist ja auch ein Regenschirm für Fische. Und dann durfte ich den auch ausprobieren. Das war nicht so toll. Weil ich brauche ja keinen Regen. Naja, auf jeden Fall hat Elfriede draußen Ball gespielt, kam aber nach kurzer Zeit wieder rein. Warum? Weil ihr dauernd der Ball aus den Pfoten geflutscht. Es ist ja nicht so leicht, einen Regenschirm zu halten. Einen Regenschirm für Fische. Einen Ball zu fangen und Fische sind sowieso ein bisschen glitschig. Und der rutscht ja immer durch. Tja, ihr wollt wissen, ob Elfriede noch bei mir ist, nicht? Und warum und wie lange? Die ist schon sehr lange bei mir. Und da ich doch Geschichten für Kinder schreibe, habe ich gedacht, das ist doch ein großer Zufall, den nutze ich doch mal aus. Und vielleicht kennen die Jungs das. Manchmal sagt die Mama doch, hey, du Lausejunge, hast wieder Blödsinn gemacht. Oder bei den Mädchen, du Lausemädchen, wieder Blödsinn gemacht. Und meine Elfriede, die macht von morgens bis abends Blödsinn. Die besteht nur aus Blödsinn. Also habe ich sie natürlich folgerichtig Elfriede Lausefisch genannt. Tja, was essen denn Fische?
Hör ich da Fischfutter? Wohl wahr. Wisst ihr was? Meine Elfriede, die will nur Gummibärchen essen. Gebt mir Gummibärchen. Die machen mich stark. Gebt mir Gummibärchen. Die halten mich gesund. Stimmt das? Nee. Stellt euch vor, die Mama würde morgens sagen, oh, muss gleich zur Schule, weißt du was? Zum Frühstück gibt es Gummibärchen. Dann würdet ihr denken, oh, die Mama hat wohl was dazugelernt. Schön, Gummibärchen gefallen mir. Ihr kommt mittags von der Schule nach Hause und die Mama sagt, es gibt Gummibärchen. Dann werdet ihr schon stutzig. Und wenn es am Abend wieder Gummibärchen gibt und am nächsten Tag genauso und am übernächsten auch und immer nur Gummibärchen, nee, das wäre nicht gut, oder? Da wird man krank. Und vielleicht so krank, dass man gar nicht mehr aufstehen kann und mausetot ist. Und wenn ihr so eine tolle Fischin habt, würdet ihr das wollen? Nee, ne? Ich auch nicht. Ich hab gesagt, Elfriede, iss doch mal was Vernünftiges. Nein, gib mir Gummibärchen. Gummibärchen bringen Kraft, damit Elfriede Muskeln schafft. Nee, ist nicht der Fall. Darf man lügen? Nee, ne? Lügen darf man nicht. Nee. Es gibt eine Ausnahme. Das nennt man Notlüge. Notlüge. Wenn man jemanden anflunkern muss, damit ihm nichts Schlimmes passiert. Und das war hier angesagt. Ich bin also, ich habe gesagt, Elfriede, bin gleich wieder da, bin also in die Tierhandlung von Herrn Sonnenschein gegangen. Das ist ein Freund von uns. Und habe gesagt, Herr Sonnenschein, ich hätte gern eine große Tüte feinstes Fischfutter. Nein, hat der Sonnenschein gesagt. Doch nicht etwa für Elfriede? Oder haben Sie einen Fischteich angelegt? Ich sage, nein, nein, es ist schon für Elfriede. Das verstehe ich nicht, sagt der Sonnenschein. Ja, sagt der Sonnenschein, das ist auch ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis der Gummibärchen. Wollt ihr das Geheimnis der Gummibärchen auch erfahren? Dann müsst ihr schwören, denn ihr wisst ja, mit ihrem Schirm kann sie draußen rumlaufen. Und wenn ihr mal begegnet und sagt, hey, ich weiß das Geheimnis der Gummibärchen, dann kriege ich ein Problem. Also, dann schwören wir jetzt. Dazu hebt man, wer schon rechts und links unterscheiden kann, hebt die linke Hand. Wer das nicht kann, irgendeine andere. Ihr habt ja genügend Hände, zwei zumindest. Ne? Da klappt ihr in der Mitte die Finger runter. Und dann habt ihr sowas Ähnliches wie eine Flosse. Und dann sprecht ihr mir einfach nach. Seid ihr bereit? Gut. Ich schwöre. Elfriede Lausefisch. Niemals das Geheimnis der Gummibärchen zu verraten. Prima. Jetzt kann ich es euch erzählen. Ich habe gesagt, der Sonnenschein. Ich fahre mit diesem Fischfutter in die Gummibärchenfabrik und dort lasse ich dieses Fischfutter in echte Gummibärchenformen pressen und dann in richtige Gummibärchentüten abfüllen. Donnerwetter, sagt der Sonnenschein. Das ist ja eine richtige Spezial- Fischfutter-Gummibärchen-Anfertigung, sozusagen. Ich sagte, genau so ist es. Und stellt euch vor, in der Gummibärchenfabrik haben die es tatsächlich gemacht, haben das Fischfutter in richtige Gummibärchenformen gepresst und dann in richtige Gummibärchentüten abgefüllt und dann in einen Riesensack getan. Und mit diesem Riesensack, mit echten Gummibärchen, Fischfutter, Gummibärchen, bin ich nach Hause gekommen. Habe diese Tüte ins Badezimmer gestellt und gesagt, hier,
Elfriede, Gummibärchen für dich. Große Augen hat sie gemacht. So viele Gummibärchen hast du mitgebracht. So viele Gummibärchen. Oh, du bist ein echter Freund. Her mit einer Tüte. Dann habe ich eine Tüte aufgemacht. Dann hat sie ein Fischfutter-Gummibärchen genommen, ins Maul gestopft. Und dann wurden die Augen immer größer und größer und größer und größer. Erst habe ich natürlich gedacht, das wird sie merken. Schmeckt ja anders. Nein, das hat ihr gefallen. Naja, ist ja auch Fischfutter, ist ja auch besser für Fische als richtige Gummibärchen. Sie hat das mit großem Vergnügen gegessen und noch eins und noch eins. Und dann winkte sie mich an den Wandrand und sagte, weißt du, du bist ein echter Freund. Ich lade dich ein zu einem Gummibärchen. Die sind besonders lecker. Und deshalb, ihr wisst ja, was da drin ist. Herr Friede, ich war doch lange unterwegs. Ich möchte jetzt lieber ein Brot essen und einen Apfel. Nein, sagt sie. Freunden schlägt man nichts ab. Das hast du mir selber so beigebracht. Schon hielt ich dieses Fischfutter-Gummibärchen in der Hand. Dann habe ich gedacht, das verstecke ich schnell irgendwo. Nein, sie hat mich die ganze Zeit angeguckt. Blieb mir nichts anderes übrig. Aber ich habe einen Trick gemacht. Ich habe es unter die Zunge gesteckt. Und dann habe ich so getan, als wenn ich kaue. Und dann kam sie so näher. Und näher. Und näher. Und sagte, mach doch mal den Mund auf. Ha! Das liegt ja noch unter deiner Zunge. Kauen musst du kauen. Dann musste ich tatsächlich dieses Fischfutter-Gummibärchen kauen. Der Bissen in meinem Mund, der wurde immer größer und größer. Irgendwann habe ich das runtergeschluckt. Und dann habe ich Elfriedes halbe Wanne ausgetrunken. Oh, ich war so fertig. Wisst ihr was? Das Schlimmste kam ja noch. Sie wedelte mit einer Gummibärchentüte und sagte, du wirst jetzt, damit du mal richtig essen lernst, unter meiner Aufsicht eine ganze Tüte essen. Musste ich. Furchtbar. Ich habe eine ganze Woche auf dem Klo gesessen. Kleiner Tipp. Wenn ihr mal bei Freunden seid, ihr ein Aquarium haben oder ihr habt selbst eins. Esst bitte niemals Fischfutter. Es ist furchtbar. Ich war grün im Gesicht. Grün. Sagt mal, wenn ihr abends ins Bett geht, liest euch die Mama, liest euch der Papa, die Oma oder der Opa etwas vor? Bei uns ist das abends immer so. Meine Elfriede will immer etwas vorgelesen, am besten erzählt bekommen. Kannst du mir die Geschichte von dem Löwen nochmal erzählen? Oh, schon wieder. Die habe ich schon so oft erzählt. Aber ich erzähle sie euch. Ist eine von Elfriedes Lieblingsgeschichten. Also, da war ein Löwe. Dieser Löwe hat eine Löwin. Und diese Löwin, ihr werdet es kaum glauben, wurde entführt von einem Riesenkrebs. Einfach so. Entführt in seine unterirdische Höhle. Ja, der Löwe war ganz schön fertig. Und saß jetzt traurig irgendwo im Wald rum. Hatte eine Idee. Er hat alle Tiere, die er kannte, zusammengerufen. Sagt, Leute, ich habe ein Problem. Ein Riesenkrebs hat meine Frau entführt. In eine unterirdische Höhle. Könnt ihr mir helfen? Hat irgendjemand eine Idee? Na, sagt er. Ja, große alte Stier. Sagt er, kein Problem. Schau meine scharfen Spitzenhörner an. Ich reiße den Boden auf.
und dann befreien wir die Löwen. Nein, sagt er. Nein, um Gottes Willen, nein, nein, sagt der Löwe, nein. Du könntest ja mit diesen spitzen Hörnern, da könntest du ja meine Frau verletzen. Nein, das geht nicht, das geht gar nicht. Nein, das ist gut gemeint, aber geht nicht, geht nicht. Da kommt ein gutmütiger alter Elefant, ein junger Elefant, ne? Und er sagt, König, kein Problem, schau meine Hufe. Da trampel ich einfach den Boden auf, bis die Höhle zusammenbricht. Und dann holen wir deine Löwin raus. Nein, sagt er, nein, 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 das geht gar nicht, das geht gar nicht, gar nicht, gar nicht. Du könntest ja der Löwin auf den Kopf treten. Tja. Alle anderen wussten auch keinen Rat. Wir saßen alle da und guckten den Himmel an und nee, keiner wusste was. Es kam aber noch jemand etwas verspätet und wurde aufgeklärt, warum die Tiere alle da im Kreis sitzen. Nämlich dieses schöne Tier ist doch eigentlich ein Schwein, nicht? Hat aber einen Rüssel. Ja, das ist das sogenannte Urschwein. Das hat einen Rüssel. Genau, ein Urschwein hatte einen Rüssel. Wisst ihr, was das Urschwein sagt? Löwe, ich hätte eine Idee. Wenn ich zu der Höhle gehe und meinen Rüssel durch den Eingang in die Höhle stecke, und irgendwann taste ich ein Bein von der Löwin. Dann schlinge ich meinen Rüssel um das Bein und ziehe die Löwin heraus. Boah, sagt der Löwe, das ist ja eine gute Idee. Toll, Rüsselschwein, du bist ja klasse. Aber weißt du was? Ich gebe dir den Stier und den Elefanten mit, damit die dich kräftig in die Höhle reindrücken können. Vielleicht reicht ja der Rüssel nicht, man weiß ja nicht, wie lang der Gang ist. Ja, sagt das Rüsselschwein, das mag wohl angehen. Kommt, Jungs, wir machen uns auf den Weg. Tap, 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 tap. Sie gehen also zur Höhle von dem Riesenkrebs. Und unser Rüsselschwein steckt den Rüssel in den Eingang. Und die beiden, der Stier und der Elefant, die drücken von hinten nach und drücken und drücken. Und der Rüssel kommt immer tiefer. Aber er spürt nicht, dass da irgendwo das Bein der Löwin ist. Aber er spürt etwas anderes. Au! Was ist passiert? Es quiekt vor Schmerz. Der Krebs hat ihm den Rüssel abgebissen. Einfach so den Rüssel abgebissen. Das Schwein ist ohne Rüssel. Und weil es mit allen Vieren um sich schlägt vor Schmerz und die beiden da hinten aufgeschreckt sind und der Elefant auf den Höhleneingang springt und der Stier auch, der bricht alles auf und die Löwin kann entkommen. Und läuft zurück in den Wald und läuft zu ihrem Löwen und der ist glücklich. Aber wer nicht glücklich ist, ist unser Schwein. Das schämt sich jetzt, weil es keinen Rüssel mehr hat und traut sich nicht mehr zu den anderen Tieren. Und wisst ihr, was es macht? Es geht zu den Menschen und es wird das Hausschwein, so wie wir es heute kennen. Tja, so passiert das manchmal im Leben. Und in Geschichten und Märchen stimmt auch alles, meistens jedenfalls. Tja, wenn wir so aus dem Fenster gucken, also ich mache das gerade, es ist Herbst, aber es ist heute schön, vielleicht auch ein bisschen windig. Was kann man denn alles so im Herbst machen? Höre ich da Kastanien sammeln? Das finden wir toll, Elfriede und ich. Wir haben schon einen ganzen Zoll gebastelt, einen Zoo gebastelt mit Kastanien. Da bohrt man kleine Löcher rein und steckt Streichhölzer rein. Natürlich müssen die Schwefelkuppen vorher ab, ne, damit es keinen Unfall gibt. Aber da kann man ganz toll Tiere bauen. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Denkt doch mal an den Wind. Habt ihr bestimmt alle schon mal gemacht oder zumindest gesehen. Habe ich früher als Kind auch gerne gemacht. Kommt ihr drauf?
Drachen steigen. Ja, Drachen steigen. Also wir haben einen Drachen selber gebaut. Ein Lattenkreuz, Bindfaden drum gespannt und dann Pergamentpapier, rotes Pergamentpapier. Einen langen Schwanz mit lauter Papierteilchen gebaut und hinten ein Schwanzende und Troddeln für die Ohren. Eine ganz lange Schnur besorgt. Und jetzt gehen wir ihn ausprobieren, jetzt gehen wir ihn ausprobieren, rief Elfriede ganz freudig. Naja, dachte ich, Elfriede, sieht schon ein bisschen dunkel aus, war schon später Nachmittag und ihr wisst ja, im Herbst, Zeit ist ja auch schon umgestellt, da wird es früher dunkel, ne? Das ist nicht gut, wenn wir jetzt rausgehen, dann kommen wir in die Dunkelheit. Nein, ich will jetzt den Drachen steigen. Bei Elfriede ist immer sofort, alles muss sofort sein, sofort sein. Ich sage, na gut, ausnahmsweise, ich möchte ja auch sehen, wie der fliegt. Das haben wir so toll gebaut. Also sind wir los. Und wisst ihr, wo wir hingegangen sind? Zum Teufelsberg. Am Teufelsberg ist es nämlich immer schön windig. Und dann musste Elfriede den Drachen halten. Ich habe Schnur abgewickelt. Wie startet man einen Drachen? Genau wie Flugzeuge. Gegen den Wind. Damit er steigt. Gegen den Wind. Wenn ihr Drachen steigen lasst, merkt euch, dann müsst ihr erstmal prüfen, wo der Wind kommt und dann gegen den Wind startet er. Bin also ein paar Schritte gelaufen und dann saust er hoch. Und weil es so schön windig war, immer höher und höher und höher. Und dann flog er Achten und Bögen und sah toll aus da oben. Also wir haben uns so gefreut. Und dann sagte er, jetzt will ich, jetzt will ich. Und ich sag, pass aber auf. Du hast glitschige Flossen, nicht, dass er dir aus den Händen gleitet. Nein, ich passe auf. Dann hat sie das wirklich gehalten. Wir hatten nun so ein Holz dran gemacht, wo man festhalten kann. Dann hat sie immer mehr abgelassen. Und er flog immer höher und höher und höher und flog auch bei ihr Achten und Bögen. Und das sah klasse aus. Und es wurde aber langsam schon ein bisschen dunkel. Also, aber wirklich trotzdem noch, die letzten Sonnenstrahlen waren und es war wirklich schön. Das sah wirklich, ich habe mich so gefreut, wirklich. Und plötzlich fing sie an, mit dem Drachen zu tanzen. Ich sage, das ist nicht so gut. Guck mal, die Schnur wickelt sich um dich. Nein, sie hat getanzt mit den Bögen und den Achten. Und die Schnur wickelte sich immer mehr um sie herum und herum und herum und herum. Und irgendwann war sie richtig eingeschnürt. Und ich sagte, Elfriede, ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr so gut. Und das merkte sie auch. Ja, sagte sie, hilf mir, hilf mir. Und ich wollte gerade zu ihr und wollte die Schnur abwickeln. Da kam so ein Windstoß und sauste der Drachen mit ihr nach oben. Hui, 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 hui. Ganz hoch. Oh, Gottes Willen, dachte ich, wenn sie jetzt runterfällt. Und dann flog sie mit dem Drachen. Und es wurde natürlich schon viel dunkler, immer dunkler. Und es sah gespenstisch aus, wie ein Drachen, ein echter Drachen, der da oben fliegt. Und dann Richtung Teufelssee. Und dann bin ich gerannt und gerannt und bin zweimal hingefallen. Ich hätte beinahe Spaziergänger umgerannt. Und die Tiere des Waldes rannten mit mir. Die haben das ja auch alle gesehen und rannten. Und wir rannten alle zum Teufelssee. Und batsch flog sie rein. Und die Tiere sind reingesprungen. Aber sie mussten sie gar nicht retten. Weil sie ist ja ein Fisch, sie kann ja schwimmen. Sie kam an Land und lehnte sich in meinen Arm und sagte, das war ganz schön gefährlich. Ja, sage ich, haben wir noch mal Glück gehabt, ne? Übermut tut selten gut, ne? Und vorher hat sie doch noch so laut gerufen, juhu, juhu, mein Drachen fliegt, juhu, juhu, mein Drachen siegt, gegen Wolken, gegen Wind. Geschwind, geschwind, ja, ja, geschwind, geschwind, lag sie im Wasser. Und die Tiere waren auch froh und einer hat noch den kaputten Drachen rausgeholt. Es war ein Fuchs. Er hat ihn zu uns gelegt und dann haben uns sich die Tiere gute Nacht gesagt und sind im Wald verschwunden und wir sind dann nach Hause. Und wisst ihr was, am nächsten Tag? Da standen die Zeitungen voll. Die Leute wollten beobachtet haben, wie ein echter Drachen über den Teufelsberg flog. Wie Außerirdische bei uns gelandet seien. Und vom Teufelssee-Monster wurde gesprochen. Vom Teufelsberg-Monster. Elfriede hat gegrinst.
Wir wussten natürlich, das war ein Drachen, an dem mein Goldfisch hing. Nichts weiter, nichts Schlimmes. Und ich habe alle Artikel ausgeschnitten und die haben wir in einer Klarsichthülle an die Wand im Badezimmer geklebt. Und wisst ihr was? Man hat sie da immer angeguckt und war ein kleines, großes bisschen stolz auf sich, dass sie so ein Abenteuer bestanden hat. Der 11.11. 11.11 Uhr ist der Beginn von, wer weiß es? Vom Karneval. Der fällt aber dieses Jahr leider aus, wegen Corona. Ne? Das wird nichts mit Karneval. Und am Ende des Karnevals ist Fasching. Deshalb erzähle ich euch statt Karneval etwas vom Fasching, was wir da erlebt haben. Meine Elfriede und ich. Elfriede saß am Fenster, schaute raus und sah die Nachbarskinder alle in Verkleidung. Der Hannes, der war in ein Drachenkostüm geschlüpft und seine Schwester, die hatte sich so in einen Fliegenpilz verwandelt und der Matze von nebenan, der ist als Skelett gegangen und einer war Pirat und alle sahen wirklich toll aus. Und Elfriede sagte, ich will auch ein Kostüm, ich will auch Fasching feiern. Ich sagte, na Elfriede, was würdest du denn gern für ein Kostüm haben? Es fiel ihr nichts ein. Sag du mir. Ich sagte, Seestern würde zu dir passen? Nein, will ich nicht. Rotkäppchen? Nein, will ich nicht. Meerjungfrau? Nein, will ich nicht. Ich sag, kleine Hexe finde ich gut, weil ich finde das Buch so gut. Nein, will ich nicht. Was willst du denn? Weihnachtsmann? Weihnachtsmann? Ein Goldfisch als Weihnachtsmann? So mit Weihnachtsmannmütze? Ja, und mit Bart. Und mit Mantel und mit dem Sack. Besorg mir, besorg mir. Also habe ich besorgt. Ich musste so lachen, als sie sich die Mütze aufgesetzt hat. Ich musste noch mehr lachen, als sie sich diesen Rauschebart angehängt hat. Und noch mehr lachen musste ich, als sich diesen großen Mantel angezogen hat. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es einfach nicht. Und als sie dann mit Schwung sich diesen Sack auf die Schulter geworfen hat, hatte sie so viel Schwung drauf, dass sie mit ihren nassen Flossen ausgerutscht ist und patsch in die Badewanne rein. Alles nass. Jetzt mussten wir erstmal alles ausbringen und trocknen. Ach, herrje, herrje, herrje. Das war nicht so gut. Aber zum Ende der Schule war alles wieder trocken. Und dann kamen schon die Ersten von der Schule. Und wir sahen schon die Nachbarskinder alle. Das Skelett und den Drachen und den Fliegenpilz und so weiter. Und Piraten natürlich auch und die anderen. Und dann hat sie ganz schnell alles an. Zack, zack, zack. Diesmal vorsichtig den Sack und dann tap, 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 tap raus und den Kindern freudig entgegen. Und die haben gesehen, Weihnachtsmann, Geschenke, Geschenke, gib uns Geschenke. Rannten Elfriede um, rissen ihr den Sack weg und stülpten ihn um. Und was kam raus? Lumpen. Ist doch klar, war ja nicht Weihnachten. Lumpen waren drin, damit der schön prall aussah. Dann haben die alles durch die Gegend geworfen. Friede musste alles einsammeln, kam stinksauer nach Hause. Mütze ab, zack in die Wanne. Bart ab, zack in die Wanne. Mantel aus, zack in die Wanne. Und selber batsch in die Wanne. Na, da war Schmollen angesagt. Ich hab mich erstmal verzogen, hab die nassen Sachen geborgen, ausgewrungen, wieder getrocknet. Da bin ich irgendwann zu ihr rein
Ich sage, na, Elfriede, wie sieht's denn aus? Ich habe mir was ausgedacht. Die werden was erleben. Ich werde eine Geisterstunde machen. Geh und lad alle Kinder ein. Aber vorher holst du noch ein Bettlaken und dann schneidest du kleine Löcher rein, wo ich durchgucken kann. Und das hänge ich mir dann um. Und dann werde ich zaubern. Uiuiui, das ist ja toll. Dann bin ich losgegangen und habe die Kinder alle, die morgens da vorbeigegangen sind, also unsere Nachbarskinder, eingeladen und gesagt, hey, es gibt eine Zauberstunde heute Nachmittag um 4. Kommt ihr alle, wenn es dann langsam dunkel wird? Ja, gerne, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Und dann bin ich zu Elfriede ins Bad und dann saß sie da. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich sag, wieso kannst du das nicht? Ich kann es nicht. Ich kann nicht zaubern. Was wolltest du denn machen? Ich hab doch diesen schönen Globus. Das ist eigentlich ein Wasserball, ein großer Wasserball mit den Erdteilen drauf und den Weltmeeren. Schwimmt. Und klar. Den wollte ich an die Decke zaubern, wenn ich als Geist reinkomme. Wollte ich einen Zauberspruch und dann sollte der und dann sollten die sich alle erschrecken. Und staunen, was ich alles kann. Ich kann gar nichts. Ich kann gar nichts. Das mit dem Globus, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ihr kennt doch alle Luftballons. Und warum steigen die? Weil da Gas eingefüllt ist. Gas ist nämlich leichter als unsere Luft, die wir atmen. Und weil das leichter ist, steigt es nach oben. Und das habe ich ihr erklärt. Ehrlich? Ich sage, weißt du was? Gleich um die Ecke ist ein Geschäft und da lasse ich Gas einfüllen. Und da machen wir einen Bindfaden dran. Und wenn du dann reinkommst und einen Zauberspruch sagst, dann lässt du einfach den Bindfaden los und dann fliegt dein Globus an die Decke. Und dann staunen alle und finden dich ganz toll. Nicht so wie heute Mittag, als sie von der Schule kam. Oh ja, sagt sie, das machen wir. Gut, habt es also gemacht. Wir hatten jetzt auch diesen Globus, der wirklich auch an die Decke schwebte. Alles bestens, wunderbar. Nur meine Zauberin, die hatte jetzt plötzlich Angst. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. So traust du dich nicht? Ich trau mich nicht. Man nennt das Lampenfieber, habt ihr vielleicht schon gehört. Das hat wirklich was mit Lampen zu tun. Aber nicht so, wie ihr denkt, ne? Lampen auf der Bühne sind große Scheinwerfer. Und wenn man so im Scheinwerferlicht steht und angestrahlt wird und muss dann dort etwas singen oder sagen oder schauspielern, das ist natürlich schon etwas aufregend. Also auch große Schauspieler und Schauspielerinnen sind nervös vor ihrem Auftritt. Und das habe ich ihr erklärt. Dann werden wir nur Lampen, dann werden wir keine Lampen aufstellen. Dann werden wir nur Kerzen aufstellen. Naja, habe ich gesagt, damit hat es nichts zu tun, aber ist okay, ich mache Kerzen, ist ja dann sowieso dunkel. Und die ersten Kinder kamen schon, es klingelte. Und dann saßen alle bereit. Und dann haben wir auf Elfriede gewartet. Und ich habe sie angekündigt. Die große Geisterzauberin kommt. Na, sie kam aber nicht. Dann habe ich gerufen, Elfriede, die Kinder warten. Plötzlich kam sie an, ohne ihren Umhang, den hatte sie vor Aufregung vergessen überzuwerfen. Und die Kinder fingen an zu lachen. Und dann stolperte sie auch noch und vor Schreck hat sie das Band losgelassen und der Globus, der flog auch ohne Zauberspruch an die Decke. Und die Kinder lachten noch mehr. Boah. Die war ja stinksauer, schon wieder verloren, raste in die Wanne, tauchte unter und war an dem Tag nicht mehr ansprechbar. Aber die Kinder fanden es toll. Die haben sich gefreut, super Vorstellung. Mensch, Elfriede, große Klasse, musste ich ihr dann am nächsten Tag sagen. Wie ist das eigentlich so mit euch, mit dem Abend zu Bett gehen? Geht ihr gerne, so nach dem Abendessen, wenn Mutter sagt, ab in die Falle, morgen ist Schule. Dann sagt ihr doch immer, ich bin doch gar nicht müde. Das ist bei Elfriede genauso.
Ich bin noch gar nicht müde. Ich leg mich nicht in die Wanne. Ich bin noch gar nicht müde. Erzähl mir eine Geschichte. Ich muss abends immer Geschichten erzählen. Erzähl mir die von dem Fuchs. Okay, sage ich, die von dem Fuchs erzähle ich dir. Das ist ein... Naja, klar, sieht man doch, ne? Ein Fuchs. So, dieser Fuchs ist traurig. Der ist sehr, sehr traurig, weil... Schaut mal seine Beine an. Die sind nicht sehr groß. Und mit diesen Beinen versucht er immer in einem Dorf, wo ein Käfig ist mit Hühnern und mit Gänsen, dort versucht er sich immer ein Huhn oder eine Gans zu holen. Und das ist immer schwer und manchmal geht er auch leer aus, so wie an diesem Tag. Und jetzt lag er im Wald, im Gras auf einer Lichtung und plötzlich tap, 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 kommt jemand vorbei. Ihr werdet gleich sehen, wer das ist. Das ist ein... Lebt im hohen Norden, ne? Ein Tier mit Hufen. Das ist ein Elch. Ja, und dieser Elch stellt sich neben den Fuchs und sagt, bin traurig, richtig traurig. Sagt der Fuchs, ich auch, hungrig und traurig. Warum? Er erklärt ihm, dass er so kurze Beine hat und so schwer Hühner aus diesem Käfig kriegt. Da sagt der Elch, ich habe so lange Beine und ein großes Geweih. Und wenn ich mich hinter einen Busch stelle, weil der Jäger im Wald unterwegs ist, dann guckt mein Geweih oben raus. Der Jäger sieht mich und schießt auf mich und dann schwirren mir die Kugeln durchs Geweih und ich muss rennen, 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 damit ich überlebe. Das ist furchtbar. Ich habe zu lange Beine. Fuchs, man sagt doch, du wärst der schlaue Fuchs. Kannst du dir nicht mal etwas überlegen, was uns vielleicht helfen könnte? Und der Fuchs überlegt und überlegt und überlegt. Plötzlich sagt er, ich hab's. Ha, sagt er. Wir tauschen. Meint ihr, das geht? Meint ihr, das geht? Sie haben es gemacht. Der Fuchs hat jetzt schöne lange Beine. Haha, das wird eine Freude, wenn der wieder im Dorf ist und sich ein Huhn oder eine Gans holt. Nicht? Tja, was meint ihr? Ob das bei dem Elch auch funktioniert? Tja, so sieht der Elch aus. Der kann sich jetzt wunderbar hinter einem Busch verstecken und wird vom Jäger nicht gesehen. Perfekt. Aber da, also, unser Fuchs, tap, 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 der ist jetzt so schnell unten im Dorf. Wahnsinn. Und schon an dem Käfig. Und schon schiebt er sein langes Bein durch. Oh Schreck, der kann keinen Huhn und der kann keine Gans fassen. Warum? Was haben Elche? Hufe. Mit Hufen kann man nicht fassen. Ach, herrje. Nun war guter Rat teuer. Er kam zwar weit genug rein, aber er konnte nichts greifen. Und als er da versuchte, wieder rauszukommen, klemmte er fest. Und weil er so rackelte und die Hühner und die Gänse natürlich ein großes Konzert machten, hörte der Bauer das, kam raus mit einem riesen Knüppel und haut dem Fuchs eins aufs Kreuz. Boah. Und er riss das Bein raus durch den Schreck und kroch zurück in den Wald und lag jetzt dort im Wald ganz ermattet. Oh, furchtbar. Hungrig, zu lange Beine, mit denen man nicht greifen kann. Oh, ist das Leben furchtbar. Und schon stand der Elch neben ihm und jammerte. Mit den kurzen Beinen komme ich doch gar nicht mehr an das schöne Blattwerk da oben. Und er ist verzweifelt und hungrig. Ach, er kann sich zwar hinterm Busch verstecken und der Jäger sieht ihn nicht, aber was nutzt es ihm, wenn er verhungert? Fuchs, du bist doch schlau. Lass dir doch mal was einfallen. Mir geht's so schlecht.
Der Fuchs überlegt und überlegt und ich denke, ihr wisst schon, was die beiden machen werden, oder? Genau, sie tauschen zurück. Und der Fuchs sieht wieder aus wie der Fuchs. Und der Elch sieht wieder aus wie der Elch. Gut, beide haben natürlich ihre alten Probleme. Aber bisher sind sie damit ja auch ganz gut über die Runden gekommen. Und ich denke, das wird auch weiter so sein. So, meine liebe Elfriede, ich glaube, du musst jetzt in die Wanne und ein Nickerchen machen. Ich bin auch gar nicht müde. Doch, jetzt ist Schluss. Ich mach das Licht aus. Nichts darf man hier, nichts darf man. Ist ein bisschen wie bei euch, ne? Wisst ihr was? Drunter und drüber ist jetzt beendet. Und mir bleibt nur noch, euch Tschüss zu sagen. In der Hoffnung, dass ich euch auch mal sehen kann. Irgendwann und irgendwo. Weil mich habt ihr jetzt die ganze Zeit gesehen. Ich euch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber persönlich ist natürlich schöner, ne? Also, habt einen schönen Nikolaustag demnächst. Habt schöne Weihnachten, einen schönen Jahreswechsel. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im neuen Jahr. Alles Gute, euer Hensen Lukas. Tschüss.